Mehr Fluggäste. Im Juli hat die Lufthansa mehr Fluggäste gezählt als in den vorigen Monaten. Insgesamt beförderten Lufthansa und ihre Tochterunternehmen Germanwings, Swiss und Austrian Airline im Juli knapp 10 Millionen Passagiere. Gleichzeitig ging jedoch die Auslastung der Flugzeuge leicht auf knapp 85% zurück, wie das Unternehmen heute mitteilte. Im Frachtbereich wurden vermehrt längere Flüge durchgeführt. Insgesamt wurden 165.000 Tonnen Fracht befördert. Jedoch verschlechtere sich auch hier die Auslastung um 1,6% auf rund 67%.